So, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserer FIFA-Karriere und damit herzlich willkommen zurück. Wir müssen heute oder jetzt als nächstes gegen die TSG Hoffenheim antreten und wollen natürlich da auch die nächsten Punkte in Richtung Meisterschaft holen. Es sind, glaube ich, jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, noch 9 Spiele. Und ja, übrigens, ich bin ein bisschen erkältet, also bitte seht es gerade nach. Beziehungsweise immer noch ein bisschen erkältet. Eigentlich wollten wir ja schon gestern oder so, wollten wir ja schon anfangen mit. Oh, Paulinho. Warte mal, wir werden. Liverpool. Warte mal, ich muss mal gerade verhandeln, ob ich die Kaufoption mit reinkriege, weil es ist meiner Meinung nach ein Fehleinkauf. Wenn ich in über 30 Millionen eine Kaufoption reinkriege, bin ich den erstmal los. Ich würde ihn. Oh, mit Jürgen Klopp, ja. Gut. Kriege ich keine Kaufoption mit rein? Doch, die kriege ich bestimmt noch mit rein. Moment. 40, 60. Ich will ihn eigentlich gerne ungern komplett, beziehungsweise ungern. Komm, machen wir 50, 50. Mach mal 50, 50 draus, komm. Und damit wechselt er wahrscheinlich zu Liverpool erstmal. Ja, was wollte ich gerade ansetzen? Wir wollten eigentlich mit einem neuen Projekt beginnen. Wir haben ja GTA so weit abgedreht und ja, und Golfen lief auch nicht so wirklich gut. Ihr werdet es auch irgendwann in der Zukunft hören und deswegen wollten wir uns auch vorwärts anfangen mit dem zweiten Teil, mit einer neuen Crew, mit einer neuen Gruppe. Und ja, da ich eigentlich sonntags normalerweise dazu komme, den uns zu zocken, ging das jetzt gerade nicht, weil ich, wie gesagt, komplett erkältet war. Gestern war es mich noch schlimmer, heute ist ja Montag, wo ich jetzt anfange aufzunehmen. Ja, wollte ich nur gerade kurz anmerken. So, okay, gehen wir rein ins nächste oder jetzt in Richtung nächstes Spiel. Ah, dauert jetzt gerade einen Moment. Jetzt. Es ist der Tabellenachte als Gegner. Wir wollen natürlich heute den nächsten Schritt machen. Und dazu muss aber erstmal die Mannschaft wahrscheinlich wieder ein bisschen getauscht werden, weil. Ihr seht, es sind einige Spieler schwer angeschlagen, beziehungsweise nicht schwer angeschlagen, sind überhaupt angeschlagen. Gut, dann setze ich kurz, der setze ich ihn auf rechts. Dann setze ich dich auf der. Schade, Rabeck darf gegen seinen Ex-Club heute ran. Und Renault muss heute mal ein bisschen zeigen, was er kann. So, einfach mal ein bisschen was rein rotieren. Das hat 0,0 mit irgendwem zu tun, der. Wie soll ich sagen, das hat einfach damit Fitnessproblemen zu Fitnessgründen zu tun. So, geht gleich sofort los, wenn der hier unten steht, eben kurz. Jetzt. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn den kann bisher in der Liga 40. wirklich niemand stoppen. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Die Nummer 1.
Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion. Denn er muss heute zum ersten Mal gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist das nicht, oder Buschi? Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen? Oder lenkt ihn das alles ab? Er kennt die Fans, kennt den Club, aber das ist ein Profi, abgerühmter Spieler, dem macht das nichts aus. So, ein bisschen rotieren wollen, haben wir ja schon gesagt, das müssen wir mal aber dann noch machen. Ja, ich habe ein bisschen durchrotiert. Renault rein, das neue Kaderabe, klar rechts hinten. Ludewig als zweiter Sechser. Borst war der Zehner, Krüger rechts außen. Und dann hat sich nichts weiter geändert. Es sind trotzdem einige. Auch der Bank hat sich geändert. Merjan, Amate, Paulinho sind neu auf der Bank. Becker, Bujelab, Kowalski und Richter sind heute nicht mit dem Kader. Und vorne die beiden. Nee, hat wirklich nichts mit sportlichen, mit irgendwelchen anderen Gründen zu tun. Es hat nur damit zu tun, wirklich, dass die Jungs alle nicht komplett 100% fit sind. Und dementsprechend werden sie heute nicht spielen und sich erstmal ausruhen. Und wir gucken, dass die andere Truppe es heute auch ein bisschen auf die Reihe bekommt. Schalke. Auf geht's, Kader weg gegen seinen Ex-Club. Ja, das wäre ein Foulspiel. Es gibt immer keine Karte dafür. Das wäre ein bisschen krass, wenn der sagen würde, ja. Und die erste Chance, Florian Krüger hat. Bisschen was vor heute, scheinbar. Chance zur Flanke jetzt. Ja, schönes Ding. Ah, Krüger. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Auf den sollten wir heute ganz. Das ist jetzt eine. Alario und Chade Rabeck hat das gut antizipiert. Das frühe Stören. Ah, und da. Ja, ja, doch, doch voll. Wenn er da nicht wegpfeift, gibt's dann, sieht das anders aus. Dann gibt es nämlich hier eine gute Situation für die TSG. Bei FOD wird jetzt gerade verwandt. Dazu müsste ich die Szene noch sehen. Für mich war das eigentlich nicht viel. Nein, es war nichts. Tut mir leid, es war mal gespielt. Also Glück für uns tatsächlich in dem Moment. Hätte ich nicht gedacht, das wäre. Den Rosso. Und das war abseits wahrscheinlich. Ich hatte gehofft, der kommt irgendwie noch passend an. Ja, ich hätte direkt spielen müssen. Das war verdammt knapp. Okay. Das war, hätte ich nicht gedacht, dass es so knapp ist. Aber gut, okay. Auf einem anderen Platz ist ein Tor gefallen. Schade, Habeck. Wieder Ballverlust des ehemaligen Hoffenheimers. Neuer Spielstand damit 1:0. 11 Minuten sind hier gespielt. Okay, die Bayern führen 1:0. Hier steht es bei uns immer noch 0:0. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Das könnte vielleicht was werden. Ja, schön gelöst da. Gut gemacht, Alario, diesmal keine Abseits. Alario gegen Akpo Guma. Den lässt er stehen. Den muss er nur querlegen fürs Tor. Schalke mit dem Einwurf. Ja, man merkt ein bisschen, dass ein bisschen was. Das ein bisschen. Warum auch immer diese Aktion? Lässt sich hier weit zurückfallen. Das ist die Möglichkeit. Was, also man schwimmt da hinten so ein bisschen. So, Ecke kommt. Schöne Ecke. Das wird Abschluss geben jetzt. Ah, ja, das ist eine komische Entscheidung. Für mich war das mehr Ecke als gerade das andere. Sie machen Druck. Ciao. Ludwig. Gut gemacht. Ich kriege aber auch gerade keine Situation hin. Die Richtung Tor führen könnte. Jetzt vielleicht mal. Boston.
Schöner Ball, da schöner Doppelpass, Bastian. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter auf 31. Minute die größte Chance und man hat es nicht hinbekommen jetzt. Der Boss war das Ding noch verzögert. Alexej Mirancu. Ah, wieder kommt der Ball in die andere Richtung. Ach, das macht der Keeper da. Wenn du ziehst durch, gehst komplett. Das war schwach. Puh. Das macht der Keeper da. Wenn du ziehst da durch oder so. Er war halbherzig. Kolasinac. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz und damit kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor. Kilian Ludewig, kann er das jetzt machen mal? Jawohl. Blau-Weiß führt. Zum ersten Mal in diesem Spiel. Kilian Ludewig. Schöner Mal, jemand zum Post zu machen. Der ja, eben die große Chance hat jemand. Und der Youngster macht's. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Sein erstes Saisontor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Also kurz vor der Pause dann doch noch irgendwie die Führung der Gelsenkirchen reingedrückt bekommen oder reingemacht. Alexej Mirancu. So, was machen Sie draus? Ja, Alario, der läuft durch und hat da die Situation. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Yusuf Shesiji. Da passt er auf. Aber dann schön abgelaufen da. Vielleicht die Konterchance. Wieder jetzt Krüger, der hat eben schon in der ersten Situation die Chance gehabt und jetzt ist es das 2-0 sogar. Diesmal passt er. Doch noch das 2-0 vor der Pause. Und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Also auf jeden Fall war durch. Erstmal das 2-0 gemacht, das ist ganz, ganz wichtig. Minen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Florian Krüger, zweites Saisontor. Und dann ist Pause. Scheinbar alles im Griff, 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. So, Bayern Leverkusen unentschieden. Das ist gar nicht mal so schlecht, das Ergebnis. Das müssen sie auch erstmal durchtransportieren. So, weiter geht's jetzt gleich mit Halbzeit 2, sofort ohne Wechsel. Also. Ja, Krüger, der Torschütze zum 2-0. Macht, läuft, tut. Kann er vorbeigehen, kann er vorbeigehen. Vargas kommt nicht hinterher. Ball kommt in die Mitte. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Wie da Krüger. Da können Sie klären. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Da wäre Platz für den Konter. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Ah, scheiße. Eingeblendet für Schalke. Dann geht es auswärts gegen den Hamburg SV. HSV, ja. Hinspiel aber auch nur den Sieg gespielt. Christoph Fuß und Frank Buschmann. Das könnte was werden. Hoffenheim, vielleicht geht jetzt mal was. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Hintergründe, Interviews und mehr. Jawohl, schön gemacht, Krüger. Der jetzt ein bisschen mit der Flanke kommt. Ja, gibt es eine Ecke? Nö, gibt es nicht, weil dann der Hoffenheimer da hinten nochmal aufpassen sollte. Den habe ich doch nicht zur Ecke. Ah, schade, da hat er keine Zeit gehabt, der Boss da, die Baller zu nehmen.
Das Pressing ist da. Wir gehen kurz mal rüber ins Studio. Es gab nämlich ein Tor in einem anderen Spiel. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SC Freiburg. Freiburg, okay. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind... Ja, Bastoan! Jetzt macht das. Besser als vorhin. 3-0. Aber schön zusammengespielt, schön rausgespielt, abgefangen und ausgespielt und dann gib ihm. Und dann steht es dann 3:0 hier. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super. Ja, es war Alario, der mit dem Torvorlage gegeben hat, der heute noch nicht treffen konnte. Noch nicht. Can Bastoan, Tor Nummer 1, genauso wie Ludewig. Bei Krüger war es schon Tor Nummer 2. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark, aber ja. Die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes, Busch. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knapp spannenden Spiel ausgegangen. So kann man sich täuschen. Ja, aber dann einmal, wenn wir das Ding gemacht das eine Tor gemacht haben, das ist wahrscheinlich so als Dosenöffner kam. So, Doppelwechsel jetzt gleich bei uns. Und jetzt kommen frische Spieler, beide Mannschaften werden auswechseln. Merjan und Amatei für Schalke Rabeck und Latza. Kommt jetzt die Flanke. Tolle Möglichkeit. Schön vorne Breno, der auch mal endlich wieder unter Beweis stellen kann, was er eigentlich so kann. War ja auch lange Stammspieler, ein Stammkeeper. Der bis dahin der von der Saison Schwolo kam und der war nicht so gut. Es geht für sie gegen Leverkusen. Aha. Im nächsten Bundesligaspiel, da fällt einem eine Prognose schwer, das ist ziemlich ausgeglichen. Sehr gute Passquote hat er heute, auch der Ball kommt an. Tschüssig. Lucas Alario. Alario, der ja noch kein Tor gemacht hat heute. Alario, das ändert sich jetzt. 4:0. Lucas Alario, Tor Nummer 32. Da war dann doch Platz mal. Ja, das war auch mit viel Kraft und Wucht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das war da mit viel Kraft und Wucht. Tor Nummer 32. So, und jetzt kann ich nämlich auswechseln. Jetzt kann ich ihn rausnehmen. Weil das wollte ich nämlich schon vorher gemacht haben. Dann gebe ich Paulinho noch mal eine Chance. Ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Was so hat schön gemacht und getan und gelöst. Super gemacht. Chavairo, den raus und der überhaupt viel Tempo an. Bordpre, Pfosten. Und Krüger kriegt sie gerade nicht umgeschaltet. Der kriegt sie gerade nicht geschaltet, aber er noch abschließen könnte. Da haben Zentimeter gefehlt. Pech, dass sie da nur das Aluminium treffen. Ja, da wollten sie es vielleicht sogar zu genau machen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Hab ich. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Ganz klare Sache hier. 4:0, der Zwischenstand kurz vor Ende. Und so haben wir... Paulinho. Jetzt gibt's hier vielleicht... Paulinho! Ach, ja, der hat mal ein bisschen gezeigt, was er kann. Was für eine Gelegenheit. Er war ganz frei, aber der Torhüter gewinnt das Duell. Er
Ecke kommt in die Mitte. Sehr gut aufgepasst. Ah, die Hoffenheimer kriegen die Ecke. Und genauso wie der Real muss sie gerade schlagen. Wir nicht TSG zu Hause mit 4:0. Wie sie heute aufgetreten sind, man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Richtig. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir haben die Aufgabe Hoffenheim souverän gelöst und ziemlich auch verdient. Nicht unbedingt in der Höhe. Ja, schade, die Bayern schlagen Leverkusen dann noch mit 2:1. Hätte ich gedacht, oh, das schaffen die schon. Vielleicht auf Unentschieden zu spielen. Aber scheinbar nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Auswärtsspiel beim HSV.